Das war schon eine ziemlich saftige Rallye, die wir von den Tiefs am Donnerstag nach den US-Inflationsdaten etwa beim Leitindex S&P 500 gesehen haben. Da ging es bis heute Nachmittag 260 und mehr Punkte nach oben beim S&P 500. Ziemlich kräftige Rallye, aber wahrscheinlich eben doch nochmal eine Bärenmarkt-Rallye. Wahrscheinlich muss da noch größerer Schmerz kommen, bevor es dann besser wird. Und so spricht manches, vor allem die Bewegungsdynamik, das Scheitern an Widerständen dafür, dass wir eine neue Welle nochmal nach unten bekommen mit neuen Tiefs, würde dann auch dem saisonalen Muster entsprechen, dass wir so in der zweiten Oktoberhälfte schon nochmal Schwierigkeiten haben, bevor dann wahrscheinlich Anfang November eine Rallye kommt. Ja, wir wissen alle, das Sentiment ist bärisch. Anleger sind unterinvestiert, das zeigt hier die Umfrage der Bank of America, hier nur Cashquote von 6,3%, höchster Stand seit April 2001, Macro Capitulation, Investor Capitulation, Start of Policy Capitulation, naja, eben noch nicht, noch kapituliert die Fed nicht und das brauchen wir für eine nachhaltigere Rallye, die dann keine reine Bärenmarkt-Rallye mehr ist. Wir brauchen also die Situation, dass die Notenbanken in Panik geraten. Dann besteht Grund zur Freude für die Märkte. Wenn die Märkte in Panik sind, dann heißt das noch nicht, dass die Fed umsteuert. Und wir haben eben noch nicht die Situation, dass die Fed umsteuert. Auch wenn das Sentiment extrem bärisch ist, gerade was Wachstumsaktien betrifft, ist man sehr, sehr negativ. Ich glaube, dass die Gewinne sich ziemlich mies entwickeln werden und die Wahrscheinlichkeit, dass man da recht hat, ist relativ groß. Deswegen ist man zum Beispiel Short EU Equities, weil man natürlich ahnt, naja, Europa ist doch das schwächste Glied wahrscheinlich in der Kette. Dollar Long ist der most crowded Trade hier bei dieser Umfrage der Bank of America. Und ja, wir müssen eben über die Wall Street sprechen, denn die Wall Street macht die Musik und die anderen tanzen. Viele beschweren sich ja, Fugmann, warum erzählst du immer von der Wall Street? Naja, ich erzähle über die Musik, damit man versteht, wie die anderen tanzen. Das zumindest ist mein Motto, aber hier sehen wir, viele sind auch long in Öl. Das ist heute keine gute Idee, Öl ja ziemlich stark unter Druck. Wir haben also eine Kapitulation am Aktienmarkt. Das war die Voraussetzung. Neben sehr bärischer Positionierung, bärischem Sentiment, Unterinvestitionen in Aktien für diese Rallye, die wir gesehen haben. Wie gesagt, über 260 Punkte und die Rallye, die wird kommen. Aber wahrscheinlich nicht jetzt, sondern wahrscheinlich erst Ende Oktober, Anfang November. Kurz vor den Zwischenwahlen dürfte das Ganze kommen, wenn dann möglicherweise, vielleicht zur Fed-Sitzung, 2. November ist da die Entscheidung über die Zinsen, wenn dann vielleicht doch mal ein Umkehrpunkt bei der Fed erkennbar ist, jener Institution, die, wie Ronny Stöffler hier richtig sagt, bisher immer falsch lag neben der EZB in Inflationsprognosen, Wachstumsprognosen, alles falsch prognostiziert. Warum glauben wir denen überhaupt noch was? Und Sven Hennig bemerkt, naja, eigentlich müsste der US-Kongress ja hier eine wirklich gute Aufsicht führen über die Fed. Das passiert aber nicht. Die agieren in Sachen Geldpolitik so ein bisschen im Stile von Nordkorea, also ziemlich monolithisch. Und da ist dringend eigentlich eine Reform notwendig. Wahrscheinlich sind wir schon in dem Prozess der Delegitimierung solcher Zentralplanungsinstanzen. Mohamed El-Erian, der wirklich ja kein Radikaler ist, hat das im Grunde schon jetzt angedeutet. Und in dieser Situation, wo natürlich die Stimmung bärisch ist, wo Unterinvestment besteht, da wird einer jetzt auch ein bisschen skeptischer. Das ist der gute Marko Kolanovic, der ja seit 4.800 Punkten im S&P immer gesagt hat, kaufen, 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 nie irgendwie eine Verkaufsempfehlung gegeben hat. Jetzt bei 3.600, 3.700 Punkten, da wird er plötzlich skeptischer und will ein bisschen Aktien untergewichten. Kann man machen, ist aber natürlich schlechtes Timing, wenn wir da uns anschauen, dass etwa ein Michael Hartnett von der Bank of America, dass ein Mike Wilson von Morgan Stanley hier richtig gut lagen, dann ist das schon ein ziemliches Armutszeugnis. Aber eins dürfen wir nicht vergessen, die Dinge werden jetzt schwieriger auch für die USA. Also auch da, wo die Musik gespielt wird, wird es jetzt schwieriger. 57% aller Länder zeigen Einkaufsmanager-Indizes unter der Marke von 50, deren Wirtschaften also schrumpfen. Und jetzt haben wir diese ja, etwas seltsame Situation, dass natürlich Inflation auch Gewinne und Umsätze erstmal aufbläht, aber man verfrühstückt im Grunde das, was man dann später auskotzen muss. Also man profitiert jetzt in Zeiten der Inflation, sehen die Zahlen gut aus, aber dann bricht die Nachfrage weg, dann sinken die Margen, dann sinken auch die Umsätze und dann kommt sozusagen auch klar raus,
wer in der Flut ohne Badehose unterwegs war. Das ist genau der Punkt, der jetzt kommen wird. Und wir sehen hier diesen Unterschied etwa bei diesen PMIs, also den Einkaufsmanager-Indizes, die ja ziemlich im freien Fall sind, auf der einen Seite und steigenden Renditen auf der anderen Seite. Normal fallen Renditen in Rezessionen. Jetzt haben wir weiter steigende Renditen und diese Differenz ist jetzt so groß wie seit dem Jahr 1994 nicht mehr. Und damals crashten dann die Renditen, weil es zu einer Rezession kam, dann Flucht in die Sicherheit, die vermeintliche Sicherheit und die Renditen nach unten. Das ist diesmal auch zu erwarten. Selbst der CEO von Goldman Sachs sagt jetzt, ja, da könnte was kommen in Sachen Rezession. Nochmal zurück zu den Unternehmen. Wir hatten heute die Zahlen von Goldman Sachs. Die waren richtig gut. Kein Wunder, die Banken können bei der Fed wunderbar Geld hinterlegen. Die bekommen jetzt Zinsen wieder so richtig und können vor allem auf der anderen Seite den Konsumenten richtig Zinsen abpressen, wenn sie in den USA Kreditkartenschulden haben, dann sind sie da mal ganz entspannt mit 20% dabei, was die Verzinsung betrifft. Also die machen sich die Taschen voll. Auf der anderen Seite startet aber heute die Berichtssaison in Sachen US-Tech-Unternehmen. Heute mit einer Netflix, für die Stimmung sehr wichtig, nachbörslich heute. Wir haben dann eine Vorschau mal für Sie auf Finanzmarktwelt erstellt, was da zu erwarten ist. Und vor allem morgen dann Tesla, die Zahlen. Da kann man sehr gespannt sein, ob es Elon Musk in diesem Umfeld gelingt, nochmal die Zahlen so wunderhübsch zu präsentieren. Aber wie die Dinge wirklich stehen, das sehen wir etwa am US-Immobilienmarkt. NHB House Markt Index crasht auf 38 von 46, erwartet 46. Wir sehen, wie es da massiv nach unten geht. Die Mortgage Rates, die Hypothekenzinsen steigen natürlich ohne Ende. Und wir sehen den Homebuyer Traffic, der ist auf das tiefste Niveau seit dem Hausmarkt-Crash 2008 gefallen, -61%. Also immer weniger Interessenten, immer weniger Transaktionen, die hier stattfinden am US-Immobilienmarkt. Und der ist schlichtweg so wichtig für die Konjunktur der USA. Und wenn da wirklich eine Welle kommt, ein Tsunami kommt vom Immobilienmarkt, dann können Sie gar nicht so schnell gucken, wie die Fed plötzlich dann umsteuert. Hier sehen wir mal, dass dieses NHB-Hausmarkt-Sentiment ziemlich kongruent ist auch zum S&P 500. Und wir sind da richtig abgestürzt bei diesem Hausmarktindex. Dementsprechend, auch da wäre zum Beispiel jetzt ein Rücksetzer nochmal beim S&P 500 nicht so ungewöhnlich. Und weil vor allem die Wirtschaften in China und Europa so stark abkühlen, sagt Fitch, die Ratingagentur, ja, also wir kriegen nächstes Jahr dann so eine Rezession wie in den 1990er Jahren. Das dürfte dann kaum mehr zu vermeiden sein. Wir sehen, dass die US-Bonds plötzlich zum europäischen Handelsschluss nach oben gegangen sind wieder. Dann war die Party schon wieder vorbei. Man muss mal sehen, wie wir heute rauskommen. Aber booms, da ging es plötzlich nach oben, die Aktienmärkte nach unten. Und hier beim S&P 500 sehen wir, wir bleiben in diesem Schema des Abwärtstrends, haben natürlich eine nette Rallye gemacht. Und wenn wir uns mal den Nasdaq anschauen, Chart von Ron Walker, by the way, hier, dieser Chart allerdings von Capital.com, Nasdaq 100, sehen wir zunächst mal so ein Docht. Wenn Sie hier rechts unten mal schauen wollen, meine Damen und Herren, ein Docht nach unten, jetzt dieser Docht nach oben. Also das sind schon extreme Bewegungen, schnelle Bewegungen. Das ändert aber nichts am Trend. Wir haben maßgebliche Widerstände weder beim S&P 500 noch beim Nasdaq überwunden. Und wenn wir uns hier mal so diese Bewegungsdynamik in Wellen anschauen, dann sehen wir hier Welle rauf, zack, Welle runter, neues Tief, Welle rauf, Welle runter, neues Tief. Und das sieht jetzt hier auch so aus. Wir haben jetzt hier beim Nasdaq 100, by the way, auch dieser Chart von Ron Walker, genau die Abwärtstrendlinie heute touchiert, sind da also hingelaufen. Schauen wir mal, wie die ganze Geschichte weitergeht. Wie gesagt, nichts ist sicher an der Börse, nur das Gegenteil davon. Aber es ist schlichtweg eben eine Wahrscheinlichkeit, eine bessere Wahrscheinlichkeit, die hier dafür spricht, dass wir nochmal neue Tiefs sehen werden. Und wir handeln an der Börse ja bessere, letztendlich gegen schlechtere Wahrscheinlichkeiten. Bank of England, wenn wir jetzt nochmal nach Europa kommen. Bilanzreduzierungen wollen wir doch nicht verschieben. Das hat ja eigentlich das Plus auf Future-Basis heute ermöglicht. Dann ging es wieder ein bisschen runter, dann hat man sich gesagt, na, ist doch egal, wir wollen jetzt doch mal eine Rallye machen, aber wie gesagt, dann zum europäischen Handelsschluss ging es ein bisschen nach unten. Die Bank of England sagt jetzt, diese LDI-Fonds, diese Pensionskasseninstrumente, die da so in Schwierigkeiten waren, die haben sich jetzt Milliardensummen beschafft, die haben also versucht, Kredite zu bekommen, um Liquidität zu erzielen. Da ist allerdings auch nicht so wirklich eine Beruhigung jetzt erkennbar und solange die Anleihemärkte nicht mitspielen, wird es für die Aktienmärkte auch schwer. Hier in China sehen wir Ähnliches übrigens am Anleihemarkt, da sind die Junkbonds auf ein Rekordtief gefallen. Die Immobilienkrise weitet sich faktisch aus.
Dazu eine erratische Politik von Xi Jinping, die auf Planwirtschaft statt auf dem Erfolgsrezept der letzten Jahrzehnte in China zu setzen. Das kann nicht gut gehen. Jetzt hat man ja die Konjunkturdaten verschoben während des Volkskongresses und Rabobank sagt ja, die Daten, die waren wahrscheinlich so gut, dass China uns da nicht mit solch tollen Zahlen deprimieren wollte. Das ist Ironie auf relativ hohem Niveau. Nicht so wirklich ironisch die Lage hier in Europa, wenn wir jetzt mal die Aussage etwa des katarischen Energieministers uns nochmal zu Gemüte führen, der richtigerweise sagt, und das ist in Deutschland vor allem noch nicht so wirklich erkannt, ja, dieser Winter, das wird klappen mit euch Europäern, ihr werdet über diesen Winter kommen, aber was passiert im nächsten Winter und im übernächsten Winter? Da werdet ihr ein Problem haben, wenn das Gas aus Russland nicht fließt. Und diese Erkenntnis hat sich noch nicht wirklich durchgesetzt. Das haben wir hier gesehen, das wollte ich eigentlich zuerst in diesem Tweet von Olaf Scholz, Bundeskanzler, der gesagt hat, es bleibt beim Atomausstieg am 15. April 2023 ist Schluss. Jan Fleischhauer kommentiert, ich lese das als Versprechen, dass sich die Energiekrise spätestens zum 16. April dann erledigt hat. Und die Geschichte ist leider so, dass sich die Energiekrise auch am 16. April nicht erledigt haben wird. Deswegen dieses apodiktische, wir hören jetzt auf mit Atomkraft, würde ich nie machen. Warum? Ich muss das Angebot ausweiten. Ich muss nehmen, was ich kriegen kann, was die Politik nicht kapiert hat. Und das kriege ich in Gesprächen mit Herrschaften, die da mit der Politik sprechen und sagen, Leute, es geht nicht um den Winter 22/23, es geht um den Winter 23/24, es geht um die nächsten 2-3 Jahre. Das ist das große Thema, es wird nicht kapiert. Und dagegen gibt es dann solche Leute, die sich irgendwo festklammern, während andere wirklich sich die Frage stellen, heat or eat, essen oder heizen, von einer Jugend, die natürlich das Recht hat, irgendwie revolutionär zu sein. Das ist ja keine Frage, aber das sind bürgerliche Wohlstandskinder, die jetzt meinen, die Welt retten zu müssen und dann unterstützt werden durch so jemand Geniales wie Marcello Fracellino, der auf seiner Internetseite beim DIW dann stehen hat, willkommene grüne Inflation. Ich könnte manchmal irgendwie ein bisschen ausrasten, wenn ich den guten Marcello Fracellino hier zur Darstellung bringe. Das haben wir schon gesehen, meine Damen und Herren. Dann gehen wir mal weiter. Immerhin eine gute Nachricht heute. Wir erleben einen ziemlichen Crash jetzt bei den Großhandelspreisen. Bei Gas 112,50 mal wieder 12% auf die Mütze bekommen. Da sind wir jetzt ziemlich weit weg von diesen 350 Euro, wo wir schon gewesen sind. Erste Empfehlung daher, Entspannung am Energiemarkt, Gaspreis und Strompreis im Absturz. Da spielt das Weiterlaufen der deutschen Atomkraftwerke eine Rolle, aber vor allem das Wetter spielt eine Rolle, die Speicher spielen eine Rolle. Aber wie gesagt, das sind verlorene Siege, die wir hier haben. Das sind kurzfristige Siege, wenn wir uns darauf ausruhen und so wie das aussieht mit diesem Tweet von Olaf Scholz, dann tun wir das, dann wird das nicht gelingen. Nochmal zurück abschließend zu den Märkten hier, Zinsen und Inflation, warum die Fed bald umsteuern muss. Da werden Sie nochmal informiert, warum es gar nicht anders geht, als dass irgendwann die Fed dann doch sagt, wir müssen jetzt etwas anders machen, wir müssen mal kompletten U-Turn machen. Unsere Glaubwürdigkeit ist ja eh schon praktisch unter minus 20 und dann auch super interessant, was wird dann passieren, meine Damen und Herren? Es wird zwar die Fed vielleicht keine Anleihen kaufen, aber der amerikanische Staat wird Anleihen kaufen, weil sonst der Anleihemarkt nicht mehr funktioniert. Und wenn der Anleihemarkt nicht mehr funktioniert, dann funktioniert das kreditgehebelte Schuldgeldsystem in den USA, Fiat-Geld-Schuldgeldsystem in den USA nicht mehr. Und dann ist zappenduster, dann geht das Licht aus. Deswegen wird der amerikanische Staat dann diese Anleihen kaufen und dann könnte die Party so richtig beginnen. Man spekuliert mit November. Könnte das der Fall sein? Das ist die dritte Empfehlung des Tages für Artikel. Und ich empfehle mich jetzt und sage Servus und Ciao.